Wir können uns ganz konzentrieren auf die Debatte zur Neuregelung der Organspende. Georg Nüßlein ist aufgerufen und wir hören ihm am besten mal zu. Lebensende, Krankheit oder Organspende zu beschäftigen. Aber meine Damen und Herren, es gibt momentan 10.000 Menschen in dem Land, die sich zwanghaft mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, weil sie sehnsüchtig auf ein lebensrettendes Organ warten. Und ich will zu Beginn dieser Debatte, glaube ich, für uns alle sprechen und sagen, genau um diese Menschen geht es uns. Und weil das so ist, hat sich der Deutsche Bundestag 2012 schon einmal mit der Thematik befasst. Wir haben gesehen, die Spendenbereitschaft ist groß in diesem Land, theoretisch, und haben gedacht, mit der Zustimmungslösung kommt man dazu, dass man, wenn man die Leute nur ausreichend informiert, am Schluss viele hat, die einen solchen Spendeausweis in der Tasche tragen. Und heute, 7 Jahre später, haben wir festgestellt, dass die Spendenzahlen zurückgegangen sind, dass wir mit 797 Spendern im Jahr 2017 den niedrigsten Stand erreicht hatten und dass unser Ansatz falsch war. Und deshalb diskutieren wir heute miteinander, etwas anders zu machen. Und da gibt es nun zwei konkurrierende große Vorschläge. Der eine, der sagt, lass uns das Bestehende weiterentwickeln, in kleinen Schritten. Und der andere, für den ich stehe, der sagt, lass uns zur Widerspruchslösung kommen, lass uns einen großen Schritt tun. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten keinen Transplantationschirurgen erlebt, der gesagt hat, ihr solltet das nicht tun. Aber ich habe insbesondere viele, viele hoffnungsvolle Patientinnen und Patienten gehört, die mir gesagt haben, jetzt ist es an der Zeit, dass der Deutsche Bundestag nicht kleine Schritte macht, nicht nochmal ein Experiment und mit unserem Leben spielt, sondern dass er jetzt einen großen Schritt macht und diese Widerspruchslösung einführt. Und das ist für mich die Motivation. Jeden Tag sterben 3 Menschen, weil wir zu wenig Organe haben. Und da gibt es dann welche, die sagen, ja, aber die Widerspruchsrechtlösung schränkt doch unser Recht ein, uns mit der Thematik gar nicht beschäftigen zu müssen. Nein, meine Damen und Herren, auch wenn wir eine Widerspruchslösung haben, muss man sich nicht mit der Thematik beschäftigen. Nur die Rechtsfolge ist eine andere, nämlich dass man dann als Spender gilt. Und was ist da dabei? Was ist da dabei? 95% sagen, sie würden im Zweifel ein Organ annehmen, dann, wenn sie schwer krank sind. Und wenn das die Regel ist, dann kann ich doch auch erwarten, dass die breite Mehrheit dann auch bereit ist, ein Organ zu spenden. Das ist doch miteinander verknüpft, das kann man doch nicht trennen. Und in der Tat, wenn man theoretisch fragt, sagen über 80%, sie wären spendenbereit. Und für die ist es ja im Grunde ein Service, dass sie in Zukunft gar nichts tun müssen, dass ihre Spendenbereitschaft dokumentiert ist an der Stelle dann. Und dass sie nicht auf so eine Organspende angewiesen sind, der nach einer Weile so wie meiner aussieht und im Zweifel dann, wenn man hirntot im Krankenhaus ist, gar nicht aufgefunden wird. Und das halte ich für das ganz, ganz zentrale Argument. Es gibt nichts Christliches, es gibt nichts, was mehr mit Nächstenliebe zu tun hat, als im Tode einem anderen das Leben zu retten. Und ich will, meine Damen und Herren, dass wir die Chance größer machen, dass dann, wenn jemand hirntot ist, dass er dann als Spender identifiziert werden kann. Genau das leistet diese Widerspruchslösung in einer ganz besonderen Art und Weise. Und sie nimmt niemand etwas. Und die, die sagen, sowas gibt es doch in unserer Rechtsordnung gar nicht, sage ich ganz offen, es gibt viele Fälle, wo man einfach mit dem leben muss, was der Deutsche Bundestag an der Stelle an Rechtsfolgen ändert. Also wenn ich mir denke, Testament beispielsweise, da muss ich, wenn ich keines schreibe, einfach damit klarkommen, dass der Gesetzgeber festlegt, wer letztendlich Erbe ist. Oder wenn ich keine, um ein noch näheres Beispiel zu nehmen, wenn ich keine Patientenverfügung mache, dann muss ich damit klarkommen, dass dann am Schluss lebensverlängernde Maßnahmen einfach stattfinden. Und so ist es in Zukunft auch, nämlich dass dann der Regelfall ist, man gilt als Spender, es sei denn, man hat widersprochen.
Und man muss sich eigentlich dann nur mit der Thematik beschäftigen. Und wer es dann nicht will und nicht ertragen kann, der kann widersprechen. Und ich glaube, das ist etwas, was einen großen Schritt ausmacht, was uns deutlich voranbringt. Und ich bitte herzlich um Unterstützung für diesen Antrag. Viele, viele leidgeprüfte Patientinnen und Patienten, die heute nicht von dieser Spenderliste kommen und die keine Organe bekommen, setzen auf uns ganz wichtig. Und deshalb bitte ich herzlich um Unterstützung.